Hallo Steinefans, hallo Städtebauer, hallo Freunde von modularen Klemmbausteinhäusern und herzlich willkommen zum neuesten Video hier auf meinem Kanal. Im letzten Video ging es los mit einer kurzen, ja, kleinen inoffiziellen Serie von modularen Gebäuden aus Klemmbausteinen von der Firma Xing Bau und damit soll es heute weitergehen. Ihr könnt es schon sehen, ich bin ein großer Frevler. Ich habe hier mich weit aus dem Fenster gelehnt und habe Lego-Minifiguren in dieses Xing Bau Haus mit integriert bzw. mit in die Szenerie hineingestellt. Werde ich euch gleich zeigen, weshalb. Und ja, heute geht es uns um dieses Set, was wir vor uns stehen haben. Es ist das Set XB01013. Die Urban Villages von Xing Bao. Das ganze Set kommt mit einer Anleitung vom Creative Cities Theme von Xing Bao, also so wie die Modulars zum Beispiel bei Lego, heißt das hier bei Xing Bao Creative Cities. Das Ganze ist wunderbar einfach gehalten. Das ist eine ganz stinknormale Klemmbausteinanleitung, wie man sie von verschiedensten Herstellern kennt. Es ist alles bebildert, es ist farblich, es ist wunderbar, es ist leicht zu verstehen. Die Farbgebung der einzelnen Teile ist in Ordnung bis super. Also es ist selten bis kaum vorgekommen, dass ich mal doppelt gucken musste, um zu verstehen, welche Farbe nun gemeint war. Und ja, im Großen und Ganzen kann man über diese Anleitung nicht meckern. Und das ist ja aus Berlin stammend das größte Kompliment, was man jemandem geben kann. Ja, da kann man nicht meckern. Was Xing Bao auf jeden Fall macht, falsch macht, ist Tüten. Tüten, Tüten, Tüten. Und nein, damit meine ich nicht die, die man rauchen kann, aber nicht sollte. Bitte auf gar keinen Fall. Drugs are bad, okay? Wenn ihr so eine Packung von Xing Bao aufmacht, ihr seid erstmal erschlagen an Plastikmüll, weil gefühlt, nicht jeder einzelne Baustein, aber jeder Bauschritt besteht aus mindestens 4 bis 5 Tüten. Also wir haben hier, wenn wir mal gucken, 12 Bauschritte, 11, bis wir das Gebäude fertig haben und jeder einzelne aus mindestens 5 Tüten. Das heißt also 55 Tüten hat man, die einen dann erschlagen. Das Ganze hier hat 2706 Teile, dieses Set, ist also noch relativ klein im Vergleich zu dem Toys and Bookstore von letztem Mal. Da könnt ihr euch überlegen, wie viele Tüten da drin waren. Also der Boden ist voll davon, wenn man das ausbreitet. Und da muss man wirklich erstmal gefühlt eine halbe Stunde Zeit aufbringen, um die Tüten zu sortieren, damit man da nicht komplett durcheinander kommt. Was ich auch sagen muss, was mir bei Xing Bao ein bisschen auffällt, ist hier eine Nummer drauf. Hier. Hier ist jetzt keine Nummer drauf, aber wenn man so eine Tüte bekommt, das ist zum Beispiel ein Ersatztütenbeutel, da muss man immer nach diesem Aufdruck hier suchen und da steht dann drüber oder drunter, zu welchem Bauschritt das gehört. Ich habe noch nicht herausgefunden, wann sie es drüber drucken und wann drunter. Ich glaube, das ist irgendwie gefühlt so, naja, so wie es kommt. Das kann ab und zu schon mal ein bisschen länger dauern, bis man überhaupt herausgefunden hat, ups, zu welchem Bauschritt das gehört. Aber im Großen und Ganzen soll es daran ja nicht scheitern, weil das Tütensortieren, ja, das gehört halt mit dazu. Wir wollen uns ja das Endprodukt anschauen. Und die Urban Villages sind nicht mein Favorite Set, aber ich find's richtig, richtig cool. Das Ganze gibt es natürlich derweil gerade im Sale bei Bluebricks. Link setze ich euch mal runter in die Beschreibung. Ich glaube, in der Bausteinecke oder wenn ihr es direkt aus China haben wollt, bei Brick Me Up Scotty, da gibt es die auch. Diese Werbung ist unbezahlt. Ich bekomme leider kein Geld dafür. Bluebricks, rückt die Kohle raus. Ich mache Werbung für euch. Ich möchte bitte ein Partnerprogramm mit euch machen. Nein, Quatsch. Völliger Murks. Ja, wie gesagt, Links sind unten zu finden. Wenn ihr sagt, das Set gefällt mir, möchte ich mir auch mal holen. Ist relativ günstig. Ich glaube, bei Bluebricks ist es derzeit im Angebot unter 100. Ich glaube, 80 Euro habe ich dafür hingelegt. Ja, und das ja, ist es ein für alle Mal wert. Besser, als sich 3 oder 4 Lego-Video-Figuren zu kaufen. Aber nein, das habe ich jetzt nicht gesagt. Negative Werbung für Lego machen möchte ich nicht. Schauen wir uns das Set doch mal an. Das kommt hier mit so einem, ist das ein Tuk-Tuk? Ich weiß nicht, das ist hier so ein dreirädriges, ja, Auto will ich nicht sagen. Das ist wahrscheinlich ein motorisierter Eselkarren, ich weiß es nicht. Das ist hier so ein, ja, kleiner Nebenbau, fällt hier schon auseinander, hält nicht unbedingt, ja, nett. Interessiert mich nicht, hat aber ein
ja, sehr merkwürdiges Kennzeichen. HK ist natürlich Hongkong, aber Zahlenfolge finde ich persönlich jetzt nicht so super gut, aber na gut. Und das ist das Gebäude. Die Lego-Figuren, also das sind die mit diesen gelben Gesichtern, bitte mal völlig außer Acht lassen, die sind natürlich nicht mit dabei. Und wenn ihr es von Blue Bricks euch holt für, ich glaube, 80 Euro haben sie, ist hier noch so ein Zettelchen drauf, Minifigures not included oder Minifigure, na, das S fehlt. Okay, gut. Figuren sind also keine mit dabei, ist schade um die Frisuren. Ihr erinnert euch ans letzte Video, ich hatte gesagt, Xing-Bao-Frisuren sind kompatibel mit Lego. Das ist schade darum, aber die Figuren an sich, ja. Denen weine ich keine Träne nach, weil ich sie in meine Klemmbausteinstadt sowieso nicht integrieren würde. Was ich vergessen hatte zu sagen, hier vorne ist nochmal The Author's Profile. Da wird nochmal ein bisschen was über Kakuka, hoffentlich habe ich das jetzt richtig ausgesprochen, geschrieben, der hier das Design für dieses Set erfunden hat oder der das Set designt hat. Ist ganz schön, kenne ich von den Lego Ideas Sets. Da steht ja dann auch häufig nochmal was über die Designer mit drin. Ist ganz nett, ist in Ordnung. Und jetzt schauen wir es uns an. Das Ganze ist ein Frontbild, also wir haben hier so ein Frontalgebäude. Auf beide Seiten an der links und rechts kann man theoretisch ein weiteres Gebäude ranstellen. Hier ist es ein bisschen schwierig, weil man dann nicht mehr an diese Gasse rankommt. Und hier sind halt ein paar Fenster, aber zur Not steht das halt ein bisschen freier und dann ist hier halt so ein Platz, der dann hier weiterführt oder so. Das kann ja jeder dann bauen, wie er oder sie möchte. Die Rückwand auch nicht direkt bebaubar, weil dann die Fenster hier nicht mehr aufgehen. Das ist natürlich dann ärgerlich. Aber ja, naja, man kann es ja integrieren. Da sollte man bestimmt eine Lösung für finden. Es ist euch bestimmt schon aufgefallen, das Ding ist erhöht. Hier hinten ist ein ganzer Brick drunter mit einer Plate und nochmal einer Tile obendrauf. Und hier alleine schon auf der Baseplate noch eine Platte und eine Tile obendrauf. Also eine normale Baseplate aus einem Lego Modular Building kann man es so zum Beispiel nicht direkt heranschließen. Dann ist hier eine Stufe drin. Da müsste man erst nochmal hier ein bisschen was abbauen. Ja, und ja, wenn Xingbao einmal hält, dann hält das. Da kommt man. Oh. Muss man hier mit dem Brecheisen rangehen, um die Teile auch wieder rauszubekommen. Aber dann geht das schon. Teiletechnisch bin ich mit diesem Set eigentlich ganz zufrieden gewesen. Habe eine ordentliche Klemmkraft. Auch hier muss man noch ein bisschen Dollar raufdrücken, damit das auch hält. Hier vorne, das sind so eine 6x6 in Dark Bluish Gray. So eine 6x6er Tiles. Das ist ein bisschen anstrengend, ein bisschen lästig, die raufzubringen, weil sich das dann auch ein bisschen durchbiegt. Also hier ist es noch stärker als beim Toys and Bookstore der Fall, dass hier, ja, da ist so eine Spannung letzten Endes irgendwann auf der Baseplate drauf, dass die sich hochzieht. Da sollte man vielleicht wirklich hier einfach diese Dinge abbauen und dann irgendwie ein bisschen ergonomischer in die Steinestadt integrieren. Aber dann passt das schon. Das Ganze ist designt im ja, urbanen Hongkong-Stil, würde ich jetzt mal behaupten. Ich war da noch nie, aber Urban Villages mit dem HK, also Hongkong-Kennzeichen, ja, ich würde das einfach mal so behaupten, dass es das ist. Wir haben hier unten ein kleines asiatisches Restaurant, wo man hier, ich glaube, das sollen diese Dim Sums sein, die man in so einen Körben bekommt und ein, ja, wir würden wahrscheinlich sagen, ein Spätkauf. Das ist halt so ein kleiner offener Laden. Gucken wir uns gleich im Detail nochmal an mit einem, ja, ich glaube mal nicht lizenzierten, aber sehr offensichtlichen Sticker. Hierzu muss man sagen, ja, ganz, ganz viele Sticker waren hier mit dabei. Ein paar aufgedruckte Sachen waren auch mit dabei, aber besonders hier diese Sticker, die über mehrere Tiles gehen. Ja, da muss man schon ein bisschen Zeit für erübrigen, damit das dann auch am Ende sitzt. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen hinbekommen. Wenn ihr jetzt da Fehler seht, dann dürft ihr sie gerne behalten. Ich, ja, irgendwann reicht es dann einem auch, wenn man das dann baut. Das Ganze ist eine Urban Village, deshalb heißt es auch so, und hat letzten Endes drei Wohneinheiten über den Läden. Und hier haben wir eine Dachgeschosswohnung, beziehungsweise eine Dachwohnung auf dem Dach. Hier ist sogar noch ein kleines Hundi. Ja, sieht ein bisschen sehr merkwürdig aus, also habe ich so noch nie gesehen. Ein bisschen debil, aber sieht nett aus, nettes Hundi. Und ein großes Problem dürfte euch jetzt schon aufgefallen sein. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt hier sehen kann auf der Kamera. Das meinte ich nicht, aber ich drehe es mal einfach um. So, das ist der Boden. Diese alte Steingrauplatte, die es so nicht mehr gibt, das ist eine Lego-Platte, die ich darunter gesetzt habe, weil diese Gebäude einfach unglaublich instabil ist. Diese Platten unten werden einfach aneinandergelegt und da kommt dann das Gebäude rauf. Das hält nicht.
Also nicht gut, kann ich nicht anders sagen, das hält nicht. Wenn man da jetzt ein bisschen raufdrückt und hier oben, da müsstet ihr es hoffentlich sehen, da ist schon wieder ein Sprung drin, ich müsste es wieder festklemmen, damit das hier hält. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, Xingbao, da müsst ihr bitte nochmal nachsteuern in der, bei dem Ding, weil hier unten müssten eigentlich da, hier müsste noch was drüber, hier müsste was drüber gesetzt werden, damit das hält. Diese hatte ich jetzt noch übrig, als altes Steingrau werde ich sie nie wieder brauchen. Das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Das Dach hier oben, das hält, aber auch einfach, also es hält, weil nicht groß was drauf ist. Es ist eine 16x16 Platte mit so einer hier oben drauf, was ist das? 6x16. Ist in Ordnung, hier sind so eine Solarkollektoren drauf, eine Antenne, eine Satellitenschüssel und hier zwei gleich kämpfende Lego-Figuren, die natürlich nicht im Set mit drin sind, weil es ist ja kein Lego-Set. Und hier oben haben wir auch eine große Werbetafel. Ich weiß nicht, was drauf steht, aber ich werde auch nicht an dieser, bei dieser Telefonnummer anrufen und fragen, was das ist. Aber ich glaube, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ist jetzt auch nicht unbedingt eine echte Nummer. Wer da mal anrufen möchte, darf es gerne machen. Und wir sehen hier schon, die Sticker gehen über mehrere Bricks an der Seite mit hier hoch und das ist nicht schön. Also wenn man sich so im Detail anguckt, das ist wirklich nicht schön, dass da jetzt hier über so eine graue 1x4er-Teil rüber geht. Ja, hätte ich auch einfach eine 1x4er-Lego-Teil raufmachen können, dann wäre es weiß in weiß, aber naja, das ist ausbaufähig, um es mal so zu sagen. Schön ist, dass die Inneneinrichtung. Ich würde jetzt mal, ohne hier boshaft gendern zu wollen, sagen, dass das hier eher eine Mädelseinrichtung ist mit einem pinken Bett, mit einem Schminkschrank mit Spiegel. Und hier haben wir noch einen kleinen Schreibtisch, wo auch nochmal hier in so einem Regal was drin ist. Relativ spärlich, muss man sagen. Dadurch, dass das hier so ein Grau in Grau ist und es komplett gar nicht gefliest ist, im Gegensatz zu dem Toys and Books, der ja komplett gefliest war, ist halt ein bisschen trist, ein bisschen karg, was wir hier zusammenkriegen. Das ja, ist nicht super schön. Man kann es natürlich mit eigenen Teils von anderen Klemmbausteinherstellern noch nachfliesen, sollte aber eigentlich nicht zwingend notwendig sein. Also ich hätte es mir schon gewünscht, dass man da die paar Teile auch noch drin hat. Und eigentlich ist Xing Bao auch so drauf, dass sie sagen, ja komm hier, 500 mehr oder nicht, ist doch egal, machen wir einfach. Hätte ich noch schön gefunden, ist jetzt hier einfach so grau in grau, das ist nicht so schön. Könnte ich aber noch eher drüber hinwegsehen, wenn das Ding wenigstens stabil wäre. Und das ist es leider nicht. So. Ach Gott. So, und dann sind wir hier beim Obergeschoss mit der Ratte und dem Stier, den beiden Lego Chinese New Year Minifiguren. Sind natürlich auch nicht im Set mit dabei. Wir haben hier zwei Einzimmerwohnungen, auch wieder grau in grau, nicht gefliest. Sehr, sehr schade. An sich schöne Einrichtungen. Hier haben wir. Wie drehe ich denn das jetzt am besten? Hier so eine Computerecke, die finde ich sehr cool. Ein Schrank, der geht nicht auf, ist aber schön gebaut. Fernseher mit Kommode. Schöne, ja, was ist das? Rotzgrün, Entschuldigung, rotzgrüne Vorhänge. Ja, gut, gibt ein bisschen Farbe, ob man das jetzt haben muss oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich denke, wenn man das in Tann fließt, dass das so ein Holzboden ist, dann sieht das gut aus. Also ich glaube, das würde dann gut aussehen. Müsste ich oder werde ich noch machen, dass das hier nicht so ein grauer Steinfußboden ist. Ups. Das Bett ist schön, dadurch, dass es auch so eine Slopes am Ende hat. Sind das Slopes? Sieht es auch bequem aus. Darüber ist noch so ein Foto von der Familie. Das ist ganz schick. Ja, ist in Ordnung. Und hier die kleine Wohnung hat auch alles Wichtige. Bett. Also hat letzten Endes sogar fast mehr als die hier. Hat ein Bett, eine Couch, dann hier hinten noch ein Tisch mit zwei Schemeln und hier dann noch so eine Kommode mit, na, kriegen wir das jetzt hier am schlauesten? Ich glaube, das machen wir jetzt einfach mal so. Eine Kommode und da sollte eigentlich noch eine Blume drin sein. Die hat jetzt gerade einen Abgang gemacht. So, auch hier wieder unten nachgeholfen mit ein paar Platten, damit das hält. Das wäre sonst auch wahrscheinlich jetzt hier beim Film schon dreimal auseinandergeflogen. Ja, ich hatte es schon mal gesagt beim Video zum Toys and Bookstore. Also Scharniere, Türe, Fenster, all sowas, das kann Xingbao gar nicht. Auch diese hier,
Na hier, die ist ein bisschen stabil tatsächlich, die hält diese Tür. Aber hier sieht man es auch schon, ne? Kann man ein Beat mitmachen, aber fest ist das nicht. Was natürlich schade ist, denn wir haben hier ja diese Gitter vor den Fenstern. Sieht ein bisschen, hat ein bisschen was von JVA. Soll natürlich das nicht darstellen, aber ich glaube, es gibt ja auch so verschiedene Gegenden, ob das jetzt in Hongkong oder China allgemein ist, weiß ich nicht, aber dass man so die Fenster nicht komplett aufmachen kann, darf, weil da oft eingebrochen wird oder ja, sonst irgendwas. Ich meine mich zu erinnern, auch schon mal in einem Hotel gewesen sein zu sein, wo das jetzt vielleicht nicht unbedingt vergittert war, aber wo man die Fenster nicht aufbekommen hat. Da war ich gerade in Urlaub in Leipzig. Mit Urlaub meint er Haft. Genau. Und ja, das ist eine coole Sache, finde ich, und gibt dem Ganzen auch nochmal so einen kleinen Zusatz. Also sonst einfach nur dieses Fenster, das hätte ich langweilig gefunden, aber mit diesen Gittern übertrieben, keine Frage, aber an sich eine coole Sache. Hier an der Seite haben wir noch die Eingangstür. Die hält tatsächlich mal gut. Und einen roten Briefkasten, damit man auch Post bekommen kann. So, und dann last but not least das Erdgeschoss. Oh Gott, hier sieht man es auch nochmal. Ups, das war das Fahrrad. Diese Tür hält hier auch überhaupt nicht. Ja, Scharniere, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, weiß gar nicht, ob ich das jetzt rausgeschnitten habe oder nicht. Ja, Scharniere kann Xingbao nicht, das ist schade. Wir sehen es auch hier. Manche, die Jumper Plates von Xingbao, also die mit der Noppe in der Mitte, sind früher anders gegossen worden. Die haben noch vier so eine Löcher drin. Das ist inzwischen nicht mehr so, wenn wir uns im nächsten Video den Blumenladen von Xingbao ansehen. Da ist das schon alles weg. Da sind das dann auch ganz normale Jumper Plates, wie wir sie von Lego kennen. Hier sind es dann halt manchmal, da hinten bei den Tischen und Bänken sieht man es auch, da sind dann halt noch so eine Löcher drin. Ist schade, aber ja, es stört mich jetzt persönlich nicht so super doll. Den Laden finde ich, also hier, das Restaurant ist in Ordnung, ja, zum Laden komme ich gleich, ist. Ganz in, es ist schön hier vorne mit so einer Theke, wo gerade auch gekocht wird. Grünes Mobiliar mit weißen Tischen. Ist in Ordnung, ist ein kleiner Laden, ist nichts Besonderes. Was aber was Besonderes ist, ist dieser Spätkauf, dieser Laden hier mit dem, alleine schon mit dem Getränke, Automaten, beziehungsweise diesem Kühlschrank vorne mit dem Sticker. Also das finde ich schon super. Das ist ein ganz, ganz toller Bild. Funktioniert auch, diese Tür hält. Ja, die bleibt offen, da ruckelt nichts, da wackelt nichts. Und jetzt muss ich hier mal ganz kurz ein bisschen Ordnung schaffen, damit wir jetzt hier uns das nochmal richtig angucken können. Da drin ist wirklich was los. Wir haben hier ganz viele Regale mit auch so, ja, neongrün, Green, Trans Neon Green, weiß ich nicht, Flaschen. Die finde ich auch sehr cool. Und hier vorne einfach nicht in Trans, sondern in normalem Grün. Also da sind schon Teile bei. Die gibt es so bei Lego nicht. An sich finde ich die Regale auch in Ordnung. Auch hier ist schade, dass es nicht gefliest ist. Warum sie den gefliest haben, aber den Laden jetzt nicht. Dann ist die Teilemaschine kaputt gegangen oder weiß ich nicht, war das Budget alle. Ist schade, müsste man halt nachhelfen, damit es auch vernünftig aussieht. Geht aber hier schon bedeutend besser mit dem tannfarbenen Boden als oben mit dem Dunkelgrau. Das sieht einfach nur schlimm aus. Hier finde ich, geht es. Und dann haben wir hier ganz hinten noch einen Squatter, also eine Toilette, wo man sich halt hinhocken muss, also nicht so zum Hinsetzen. Das ist in manchen Ländern noch so üblich. Das gibt es manchmal noch mit einem Waschbecken. Und ja, na gut. Das unpassende Ding habe ich da selber reingestellt. Kann man das überhaupt sehen? Fokussiert doch bitte mal. Jetzt müsste man es eigentlich sehen können. Ja. Ist ein bisschen friemelig zu bauen, aber im Großen und Ganzen ist das eine schöne Sache, dass hier hinten hinter der Treppe auch der Platz genutzt wird. Und hier vorne das Treppenhaus, beziehungsweise dieser kleine Aufgang, führt halt dann zu dem Apartment auf der linken Seite von uns aus jetzt gesehen. Zu diesem Apartment, da führt eben diese Treppe hoch. Und das war's dann im Großen und Ganzen auch schon. So, na dann, abschließendes Fazit zu XB01013 aus der Creative Cities Serie, die Urban Village von Xingbao. Hatte ich vorhin, glaube ich, schon mal gesagt, bei Blue Bricks derzeit, glaube ich, für 80 € zu haben.
In dieser Preiskategorie würde ich sagen, kann man das mal mitnehmen oder sich bestellen. Dafür ist es wirklich in Ordnung. Nicht vergessen, ihr bekommt immerhin fast 3000, also 2706 Teile und ein an sich auch schönes Gebäude mit schönen Ideen, mit einem coolen Design. Dieser Laden, absolutes Highlight hier. Dann das Restaurant ist ganz nett. Das Design von außen mit diesem Backstein und den Gittern vorm Fenster. Finde ich auch, alles hat seine Bewandtnis, hat seine Berechtigung, ist ein cooles Gebäude. Muss aber dann oder sollte meiner Meinung nach noch nachbearbeitet werden, dass man da innen drin das ganze Dunkelgrau ein bisschen überfließt und so weiter und so fort, dass man das ein bisschen doch fröhlicher macht, weil es soll ja von außen so eine urbane, ein bisschen triste Gegend darstellen, ja, aber dann sollte man das doch von innen irgendwie vielleicht ein bisschen schöner machen. Ja, würde ich jetzt persönlich dann so dazu sagen. Klemmkraft ist in Ordnung hier bei diesem Set. Die Türen, ja, das hat Xingbao halt noch nicht so drauf, dass die festhalten. Die sind wirklich ein Manko, kann man nicht anders sagen. Aber ansonsten, Steinequalität ist im Großen und Ganzen in Ordnung gewesen. Ich fand hier die Teile auch nicht ganz so. Ja, hatte ich beim Toy and Bookshop gesagt, das hatte so ein bisschen das Gefühl, als wären die schon mal benutzt gewesen, also als hätte ich ein gebrauchtes Set gekauft. Das war hier nicht der Fall. Was ich aber auch ganz klar sagen muss, ich hatte eine 1x6er-Teil, die ich hätte verbauen müssen und die war geschmolzen oder ist einer mit der Dampfwalze rübergefahren. Also das Ding konnte man wirklich überhaupt nicht mehr verwenden. Da musste ich dann ein 1x6er-Teil von Lego habe ich dann darunter verbaut. Da hatte ich zum Beispiel zum Glück noch einen in Dark Bluish Gray. Man könnte jetzt suchen, ob man den findet. Ich sag euch nein, weil die Kompatibilität ist ja da. Das erkennt man wirklich nicht. Aber das kann halt bei Xing Bao passieren, würde ich jetzt mal schätzen, dass es ab und zu mal Teile gibt, die dann halt ja nicht unbedingt passen, beziehungsweise halt kaputt sind. Ja, kann passieren, sollte nicht passieren, wird, denke ich mal, auch in Zukunft nicht mehr so häufig passieren, weil ja viele Firmen jetzt in Konkurrenz treten mit Lego und sozusagen auch ihre Professionalität und ja, Produktion halt ankurbeln, dass das alles vernünftig funktioniert. Und ich denke, da werden so eine Fälle auch immer seltener sein und irgendwann auch gar nicht mehr passieren. Eure Meinung zu diesem Set, eure Meinung zum Video, gerne in die Kommentare. Was sagt ihr dazu? Wie findet ihr es erstmal so vom Baustil her oder von dem, was drin ist? Stimmt ihr mir zu, dass man da noch ein bisschen nacharbeiten sollte? Zum Beispiel, was das Fliesen des oberen und des ersten und zweiten Stocks angeht? Oder sagt ihr, ach, wo kann doch so sein, kann doch so bleiben, alles in Ordnung? Gerne als Rückmeldung in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. War es das erstmal von meiner Seite aus? Wir sehen uns im nächsten Video. Bleibt bitte alle gesund und ja, schaut mal wieder öfter in eure Steinekiste. Da gibt es immer wieder tolle Dinge zu finden. Das war's von meiner Seite aus. Ciao, ciao.